Was geht ab, Leute? Wir sind hier mit Jeremy Fragrance. Den geilen Anzug habe ich auch, Alter. Ich hatte die Phase schon, Mann. Ich habe hier angefangen mit Suit Supply und dann mache ich Made-to-Measure Suit Supply. Trägst du Jean-Paul Gaultier Le Male? Ah, aber richtig. Mhm. Ja. Geiler Typ. Gut erraten. Nur mal eine Frage. Den riechst du aber, den Kerl, oder? Einmal schnuppern, bitte. Ja. Das ja. Riecht... Power, Kraft, Strength, sage ich da nur. Direkt ganz anderer Beat. Direkt nach vorne. Das ist Unternehmer. Bam, bam, bam. Der Abend der Gewinner. Jetzt hier ist der Obergewinner. Los geht's. Geil, ne? Riecht nice, oder? Ja, danke. Ich hatte die Phase ja schon mit Suit Supply und dann Made to Measure und dann Dolce Gabbana. Und dann habe ich einen Made to Measure 8000 Euro ungefähr Tom Ford Anzug mir geholt. In weiß, ne? Ja, aber mit Rabatt habe ich den bekommen in München. Und jetzt mache ich so. Wir drehen heute, wie viel ist dein Outfit wert? Bist du ready? Ja. Fangen wir bei den Schuhen an. Was kosten die Schuhe? Ich muss sagen, auf der einen Seite, auf diesem Unternehmer-Ding und er kommt einfach so mit seinem Tagetasche hier, ne? Ist irgendwie witzig, so originell. Also straight out of, so als wenn er aus dem Gym kommt gerade. So, ne? Aber hat auch was. Das ist Jeremy. Was soll ich sagen? Sind die nicht mehr viel wert? Weil ich schmeiß die auch in die Waschmaschine und ich kann in denen besonders geil tanzen. Ich würde sagen, die sind 10 Euro wert. Nein. Er ist einfach. Die Sohle, guck mal hier. Vollgas, Junge, gib ihm. Wenn du die Schuhe so hast, dann kannst du mega tanzen. Wenn ihr euch fragt, zum Beispiel, es werden jetzt viele zuschauen, die sagen so immer, wenn ich auf der Tanzfläche bin, irgendwie läuft bei mir nicht move-mäßig, stepper-mäßig. Warum, Leute? Warum könnt ihr nicht tanzen? Sehen eure Schuhe so aus? Dann, sonst könnt ihr nicht tanzen. Ihr müsst die Schuhe so präparieren. Dann, Junge, könnt ihr den Michael Jackson machen. Ich schmeiß die auch in die Waschmaschine und ich kann in denen besonders geil tanzen. Die 5 Wachteleier am Tag machen den Unterschied. Das kann es natürlich auch sein. Oder es sind die 5 Wachteleier. Ich würde sagen, die sind 10 Euro wert. Meine Hose kostet ungefähr 39 Euro. Und mein Dings habe ich geschenkt bekommen, aber sagen wir mal so. Aber das, die Rolex macht es dann wieder weg, ne? Ja. Die, ich glaube, die kostet dann jetzt 35.000 oder so. Aber gut. Das ist so, wenn mich Leute fragen, wie viel Geld machst du denn? So, wenn ich dir jetzt sage, ich mache 7,2 Millionen Euro, aber ich fühle mich krasser als einer, der 800 Millionen Euro macht, dann ist das vermutlich die Wahrheit, weil ich kein Management habe, keinen Geschäftsführer, keinen Scheiß gemacht habe, wo mich einer so, weißt schon, so, ja. Ich bin so frei. Und das ist ja meistens das, was sich die Leute mit Geld auch holen wollen, das Gefühl von Freiheit. Von daher, denkt dran, die numerische Zahl des Reichtums ist nicht so relevant wie das Feeling, was du hast mit auch mehr oder weniger Geld. Okay, sehr nice. Letzte Frage. Wie riecht ein Millionär? Hau mal 3 Düfte raus. Okay, Inicio Oud for Greatness, weil Oud ist eine geile, teure Duftnote. Ein Chanel sollte dabei sein, blöde Chanel. Eau de Parfum nicht, sondern den Eau de Toilette. Also Inicio Oud for Greatness, der geile Oud-Duft, blöde Chanel, Eau de Toilette. Und als drittes machen wir einen geilen Acqua di Gio Profumo. Boah, sehr geil. Und zwar ist das der ein Club auf Ibiza besitzt. Der riecht wie Acqua di Gio Profumo. Ja, ich muss sagen, aber anscheinend euch interessiert dieses Thema, ne? Mode, dies und das. Ja, von daher, nächstes Mal, wenn wir mit Herbert sind, dann hören wir mal dem Experten zu. Und Herbert hätte wahrscheinlich hier noch ein bisschen schärfer geschossen als ich. Ich bin ja immer noch sehr diplomatisch unterwegs.